So, direkt im Anschluss nach dem Review über das Picknicker würde ich jetzt hier mal eben meine Kampfutensilien hier klemme und so zeigen. Also das ist das Picknicker mit versiffter Klinge, klar, in Benutzung. Einfach mal umbauen auf ein Picknicker mit Swiss Bianco Griffschalen mit dem Kugelschreiber, ja. Das wird wahrscheinlich mein zweites EDC auf der Arbeit werden, ja. Das wird geil. Das wird geil. Wer es nicht weiß, Tuho mit Make Concern, Swiss Bianco, New Swiss Knives. Swiss Bianco scales for your 91mm. That's not 91mm. Hey. Gott, hast du dich ein bisschen verdorben? Ja, ja. Kann ja mal passieren. Da haben wir noch die andere Seite mit dem Deep Carry Pocket Clip. Ich denke mal, den werde ich umsetzen, weiter hochsetzen. Also, Swiss Bianco. Righty. Gut, als allererstes ist zwar jetzt nicht elegant, aber anders gant. Punkt Nummer 1 mache ich mal hier den Ring hier weg, also diesen, weil ich benutze die nicht. Also schon, aber nicht am Schweizer Taschenmesser, sondern am Schlüsselbund selber für meine Schlüssel. Ne? Also, das kommt weg und dann sind wir schon klar. Dann haben wir noch den Toothpick. Das kommt also auf Seite. Ne? Jetzt wird gefrevelt, ne? Und zwar nehmen wir die kleine Klinge. Ah, das ist ja nicht die kleine Klinge, das ist ja auch. Ne? Jetzt nehmen wir hier dieses Messer. Ich glaube, das ist der Tourist. Mal gucken wir, dass wir da irgendwie drunter kommen. Ne? Wenn einige sagen, das tut mir in den Augen und Ohren weh, das ist mir aber egal, das sind ja meine Messer. Und diese Messer, die von Victor Edox, die können das ab. Na, die können das wirklich ab. Jetzt gehe ich umgehe ich hier diesen kleinen Zack, seht ihr hier. Da haben wir hier da oben den, da haben wir den und den und den. Da gehen wir jetzt einfach mal da drüben hin. Da können wir dann drunter. So, jetzt halten wir das mal fest. Klappen das Messer ein, gehen dahin, wo der große Schraubenzieher ist. Na, zack. Na, hier ist so gut wie kein Fett drunter und nix. Sieht ihr das? So sieht es dann aus. Mal gucken, ob ich jetzt mit dem da drunter komme. Nein, natürlich nicht. Nehme ich wieder die Klinge. Muss dann hier an der Ecke irgendwo ansetzen. Ja. Alright. Klinge rein. Also übrigens, no blade was harmed for this movie. For this video. Ich würde die ein bisschen vorsichtig abmachen, weil ich will die Griffschale ab und also weg aufbewahren für ja, als Ersatz. Ne? Ja, seht ihr? Zack. Und da ist es dann. Ne? Goodie, goodie. So, also im Prinzip müsste dann jetzt hier diese Griffschale dahin. Na, das machen wir jetzt noch nicht. Und die Griffschale dann dahin. Das machen wir jetzt auch noch nicht. Weil da muss jetzt was drauf. Epoxy.
Na, alrighty. Epoxy, alrighty. So, also Seite. Dann guck mal hier, Epoxy, na, zwei Komponente. Da ist eine Bedienungsanleitung. Da steht auch nochmal drauf, das ist was? Bisphenol A, wo ist denn das hier? Gefahr, Reaktionsprodukt. Bisphenol A, Epichlorhydrin, Harze mit durchschnittlichem Molekulargewicht 700 Pentaerythriol, Na? Ich habe übrigens eine Brille an. Ne? Also wer mit sowas arbeitet, der sollte gefälligst eine Brille tragen oder eine Sicherheitsbrille oder. Ne? 5 Minuten muss das ziehen. Wir holen das jetzt raus und gucken uns das an. Ne? Zack. Na, so. So sieht das aus. Wo ist denn hier die Beschreibung? Das ist nämlich so ein Späßchen. Hier ist viel geschrieben, aber wenig gezeigt. Na, Instant Mix, 130 Gramm pro 130 Kilo pro Kubikzentimeter, 5 Minuten. Ja, machen wir hier das weg. Vielleicht sehen wir da ein bisschen mehr. Wahrscheinlich eher nicht. Na? Also. Hier ist nämlich in der Tat nirgendwo eine Beschreibung bei. Ne? Wie machen wir das? So, jetzt habe ich das hier abgebrochen. Ne? Man sieht, da kommt schon so eine kleine Flüssigkeit raus. Ne? Kommst du hier? Dann wird das hier so drauf gedreht. Ne? Draufgepackt, drauf gedreht. Und im Prinzip ist dann die Spritze fertig. Ich zeige das mal kurz. Ne? Seht ihr? Jetzt drückt das runter. Und ihr seht hier, kommt jetzt die Flüssigkeit durch. Ne? Das ginge nämlich nicht, wenn das nicht so funktionieren würde, denn hier sind übrigens so kleine Windungen drin, seht ihr das? Das würde nicht funktionieren, wenn das Loch nicht vorne durch wäre. Ne? So, jetzt nehme ich ein bisschen Druck raus, ich ziehe also, das hier. Na. Ziehe das hier wieder ein bisschen raus und das stinkt. Das Zeug stinkt und zwar, ja, Not höllisch, but ja, fast höllisch. Jetzt gehen wir noch mal hin, gucken. Ach, das stinkt wirklich. Ne? Also macht das übrigens nicht auf dem normalen Tisch oder nehmt euch eine Unterlage und ein Stück Karton. Ne? Jetzt nehme ich mir hier das hier, ne? Und gebe den großen Löchern immer so ein Tröpfchen drauf. Zup. Ne? Zop und zop. Komm her, Baby. So. Dann hier drauf. So und na. Man könnte aber auch hingehen, falls man nicht klöppeln will. Dann nimmt man halt dieses Teil hier. Na. Zack. Und zack, seht ihr? Und so, jetzt zupp, zupp.
Zack. Und dann ist es eingerastet. Seht ihr? Jetzt gebe ich dem hier nochmal einen Druck, weil der sich gerade ein bisschen gelöst hat. Und dem nochmal. Dann lasse ich das ein paar Minuten ziehen. Na? So. Ich lasse das ein bisschen ziehen. Alright. So. Dann sind wir hiermit durch. Hopp. Ja, den Kugelschreiber habe ich jetzt rausgeholt. Na, so, machen wir den hier wieder auf. Zup. Der steht ja unter Druck und dann geht der immer mit einem Schwung auf. Ja. Zup und zup und zup. Na, so. Jetzt gehen wir an die andere Seite. Nehmen unseren Epoxy-Kleber, ne? Ein bisschen zwischendurch entfettet hier auf der Stelle. So. Zup. Zup. Und zup. Nehmen wir wieder den Druck hier raus. Sonst entlädt sich das Ding noch komplett. Muss ja nicht sein. Na? So. Dann nehmen wir uns na, die andere Seite. Die kommt dann da drauf. Na? Na, komm her, balabala. Na, so. Und ja. Na, das will nicht. Warum will das nicht? Hat nämlich was. Nur wie bei dem Kameraden hier, da hakt auch gerade was. Das mag ich nicht, wenn es hakt. Alright. Na, okay, okay. Mal ein bisschen fester machen. Okay, dann legen wir es erstmal hier hin. So, jetzt habe ich da nochmal ein bisschen rumgefrickelt und habe noch eine dritte Zwinge geholt, ja, um dem halt ein bisschen mehr Stabilität zu geben. Und ihr seht, da sind keine Spaltmaße mehr zu sehen und nichts. Ne? Also das sieht schon sehr gut aus. Und ja, jetzt lösen wir die Sache mal. Ja, mal langsam ablösen. Denkt dran, immer bei so Epoxy-Geschichten immer mal so ein bisschen mit, Entschuldigung, mit einer Unterlage arbeiten, sonst versaut ihr euch den Esstisch und da gibt es daheim Haue. Ne? Naja, obwohl Frauen haben ein bisschen Haue gern. So, also das ist jetzt, na, tun wir es auf Seite, na, hat er seinen Dienst getan, zopp. Hey. Das ist ja mein Kollege runtergefallen. Also, das sind jetzt auf dem Picknicker, also jedes 111er Modell mit dem Korkenzieher, ich glaube auch mit dem Schraubenzieher, kann solche Alux-Griffschalen gebrauchen und benutzen und verwenden. Kann man drauf benutzen und verwenden und. Ne? Also, hier keine Spaltmaße, nichts. Das ist optimal, Optimum Prime. Ja, so, da kommt dann halt noch der Schraubenzieher rein. Und, Schraubenzieher, Quatsch, der Kugelschreiber rein. Und somit hast du ein, ja. Nee, das kommt hier rein. Und das hier da rein.
und zopp. Zopp, so. Dann habt ihr, nee, das ist falsch, falsch rum. Also nochmal, falsch rum. Hallo. Ja. Aber so ein Fehler, dem passiert, so ein Fehler, der passiert dir dann nur einmal. Nämlich beim ersten Mal und beim zweiten Mal, ja, wahrscheinlich eher nicht mehr. Ja. Ich glaube, die Waldmeisterin kommt nach Hause. Ja, ich glaube, da ist sie. Nee, stimmt, das war vorher richtig. Ich dachte, das kommt hier rein. Weil das muss ich ja hier ein bisschen anschmiegen. Na, seht ihr hier? So. Und da hat der Roger ein bisschen Platz gelassen. Zwischen, na, zum Daumennagel einführen und hier, na, da, wo der Korkenzieher ist, da ist auch der Zahnstocher. Alrighty, also, Roger Swiss Bianco Alox Griffschalen auf dem 111er Modell. Geile Sache, schöne kleine Freitagsnachmittags Bastelarbeit, bis die Frau heimkommt. Aber den werde ich noch umsetzen, ein bisschen weiter hoch. Ne? Jawohl. So, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und wie immer gilt, tschüss mal du, schwenk du, tschüss ab und schwenk die Kapp. Mau. Ja, Frauchen ist heimgekommen. Alright.